bei mitgereisten Präsidenten. Nach dem Seitenwechsel die Thuner mit drei frischen Spielern und mit mehr Schwung. Andres Gerber, einer der Neuen, auf einen weiteren Einwechselspieler, auf Cengel. Und der Cengel traf in der 63. Minute zum Ausgleich. Saisontor Nummer 4 für ihn. Bereits zum dritten Mal hatte er gegen den FC Schaffhausen getroffen.